So, und jetzt geht's auch schon weiter. Also diesmal hat es nicht lange gedauert zwischen den zwei Folgen, zwischen 14 und 15. Wir sind nämlich schon bei 15. Eine kleine Pipi-Pause und noch kurz was zu trinken geholt. So, wie gesagt, wir hatten jetzt von Sergeant, Jaxo den Auftrag gekriegt, hier, das ist die Fallen hier hinten, Gift zu neutralisieren. So, da werden wir jetzt erstmal weiter da hoch zugehen. Ich denke mal, da laufe ich immer rein in den Raum. Das ist so, ja, Gewohnheit, Angewohnheit, so eine alte Doofe. Aber ich denke mal, wir werden als erstes die Bomben, was war das, die Bomben entschärfen. Ja, das Spiel Bomben werden wir spielen. Düsen wir jetzt einfach mal hier so durch. Normalerweise gab es hier auch mal eine Quest hier unten drin. Hier musste man so eine Sklavin, ich weiß gar nicht, ob es eine Sklavin war. Jedenfalls eine Twi'lek-Tänzerin, glaube ich. Ja, eine Frau mussten wir da befreien. Aber die wollte da eigentlich gar nicht weg. Die ist da freiwillig, glaube ich, hingegangen. Ich glaube, so war das. Ich denke mal, vielleicht bei halber MLP könnte man die vielleicht noch sehen. Vielleicht gibt es die ja auch hier noch. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich sie vergessen habe anzunehmen oder nicht gefunden habe. So, aber jetzt werden wir erstmal das Spiel Bumm spielen. Erstmal machen wir Bumm und besiegen diese Aufmischer der schwarzen Sonne. So, Datacons werden wir auch nicht machen hier, weil, wie gesagt, ich mache ja das Let's Play, die Bonus-Datacons zeige ich alle extra, also werde ich halt. Falls ich mal über eins stolpere, hatte ich ja am Anfang schon gemacht, falls ich mal drüber stolpere, dann werde ich es dann ruhig schon zeigen, aber sonst, jetzt bewusst werde ich keine Datacons sammeln gehen, jetzt mit dem, tja, weil ich ein separates Let's Play, wie gesagt, separate Folgen machen, habe ich ja schon angefangen. So, haben wir schon mal drei Kisten von 8. Den da putzeln wir auch noch. Zack. Den hat es erwischt. Hier ist noch ein Kistchen. Wie gesagt, ich brauche jetzt halt nicht mehr auf EP zu achten, dass ich jetzt alles töten muss. Aber die Kiste nehmen wir da hinten mit. Sieht nämlich, ist zwar aber meistens nichts Großartiges drin. Ja, so ein bisschen Crap. Bisschen, was ist es? Meistens hier ein Rucksack mit irgendwelchen Rohstoffen. Aber auch meistens nichts Besonderes. Wenn jetzt irgendwelche exotischen Rohstoffe drin wäre, das wäre schon interessanter, aber ist halt meistens nicht. Hat hier einen kleinen Ranzen mit Handwerksmaterialien. Das ist Grad 12. Kann man auch gebrauchen. Also da gibt es ja so Invasionsstreit Dinger, die man basteln kann. Und da kann man, da bin ich auch gar nicht mehr ganz so drin. Da kann man halt noch ein paar Sachen zusammen basteln. Aber wir können Jorgen was geben. Vielen Dank. Da kann man halt auch was zusammen basteln und Vielen kriegt dann, Dank. kann man dann so, wie heißt das? Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie das Ding auch hießen. Vielen Dank. Dunkle Projekte oder sowas konnte man da mit herstellen. Vielen Ich weiß Dank. es nicht. Jedenfalls kann man halt auch doch das alte Loot-Zeug gebrauchen. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Kiste. Können wir einfach die da drüben nehmen, die steht leer und frei. Und dann haben wir das auch schon fertig. Heißt also, gibt es nur noch unsere Klassenquest, neutralisiere die Trivoris Gaskanister und hol dir die rote Kiste.
kriegen wir alles hin, denke ich mal. Flashpoints, ja. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man die vielleicht auch alleine machen kann. Das weiß ich nicht so genau. Das werden wir mal ausprobieren. Ich werde mal gucken, ob ich hier so alleine auf die Hammer Station fliegen kann. Das müsste eigentlich der Los, nächste hoch! sein. Muss mal gucken, ob das geht, ob man alleine auch dahin fliegen kann oder alleine hingehen kann. Wenn ja, und wenn man es dann auch alleine machen kann, werde ich sie zeigen. Definitiv ein Flashpoint. Ja, und dann werde ich das halt. Werde ich auch die Flashpoints zeigen, wenn es geht. Wenn es Los, vom Level hoch! Cap nicht her passt, vielleicht kann ich es mit einem Level 70er machen, aber ich denke mal, ich werde dann auch runtergestuft. Aber bei den meisten Flashpoints kriegt man ja auch oftmals einen Helfer. Haben sie mich doch erwischt. Ja, mal ins galaktische Chaos Teil 1 abgeschlossen. Jo. Ich glaube, das war's hier. Yep. Jetzt noch auf der anderen Seite. Und dann nochmal oben eins. Ja. Ach, hier hinten. War ich gar nicht so weit nach vorne. Ah, das war die rote Kiste. Habe ich doch noch sogar noch zwei Anlaufpunkte hier. Einmal da oben, da gehen wir als erstes hin und dann oben noch das andere. Jo, sieht schon mal ganz gut aus. War klar, dass sie uns nicht durchlassen. Aber die Reaktionszeit von denen ist schon echt sehr interessant. Man läuft durch die Mitte und erst wenn man fast durch ist, also entweder liegt das an der Reaktionszeit von den Computern oder die Druiden sind nicht so helle. Also das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber wie man aus alten Star Wars Teilen kennt, Episode 2, Angriff der Klonkrieger, da merkt man, Droiden sind nicht so helle, aber auch aus den anderen Filmen. C-3PO ist zwar schlau, aber er ist halt auch irgendwie ein bisschen trottelig und dumm. Nichts gegen C-3PO. Ganz wichtig, immer aus den Kreisen raus. Ist das ein. Das ist ein Arsch. Ich suche 70 und läuft dran vorbei. Um nur die Quest zu machen. Da habe ich mich da eben so verlesen. Aber warum, wenn er Stufe 70 ist, warum macht er dann jetzt erst die Klassenquest? Merkwürdig. Na gut, es gibt halt welche, die über PV, über Dings leveln, über Flashpoints oder also über Gruppenfinder bzw. PvP. Ich denke mal, so viel PvP.
zu spielen. Also ich würde es nicht aushalten. Ich weiß auch nicht, vielleicht versuche ich mal ein PvP-Special zu machen, aber da mittlerweile fast nur noch Arenen aufgehen. An Arenen bin ich extrem scheiße, weil man manchmal einfach nur zu zweit oder zu dritt gegen vier spielt. Und da macht das einfach gar keinen Sinn mehr. Solche Sachen wie Huttenball oder der Angriff auf der Wand ist und solche Sachen gibt es gar nicht mehr. Oder jedenfalls, ich habe sie so gut wie gar nicht mehr aufploppen. Und das finde ich extrem schade. Weil da warte ich lieber eine halbe Stunde länger oder warte lieber eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde im Gruppenfinder, um dann halt was Vernünftiges zu spielen. Oder das Arena-Geplänkel, das ist Los, richtig zum hoch! Kotzen. Und wenn du halt mit das Achter spielen willst, dann brauchst du schon fast eine Gilde. Und das ist ja auch scheiße. Da seid ihr ja. Hattet ihr Erfolg? Habt ihr das Trivoris neutralisieren können? Ich fasse es nicht, dass ich meine Zeit damit vergeudet habe. Ich hoffe, ihr habt nicht das Gefühl, dass alles reine Zeitverschwendung war. Was ist mit der roten Kiste? Seid ihr an den Inhalt gekommen? Was war denn drin in der Kiste? Der Inhalt war dieser Blaster, Sergeant. So einen habe ich noch nie gesehen. Das muss ein neuer Prototyp sein. Ich lasse ihn im Hauptquartier analysieren. Vielleicht finden wir so heraus, woher die schwarze Sonne ihre Waffen bezieht. Scheint, als wären wir fertig. Es hat Spaß gemacht, Lieutenant. Hoffentlich arbeiten wir bald wieder zusammen. Ich werde an euch denken, wenn ich mal Unterstützung benötigen sollte. Das klingt gut. Also, bis dann. Tja. Haben wir uns mit Sergeant Jackson angefreundet. Und ihr einen Blaster gegeben. So. Jetzt haben wir erstmal ein Holo-Gespräch. Wollen wir mal gucken, wer das ist. Ich kann es mir vielleicht denken, wer das sein kann. Aber man kann sich ja immer täuschen. Lieutenant, bitte kommen. Hier ist General Garza. Es gibt ein Problem mit dem Senat. Ich brauche eure Hilfe. Soll ich einen Senator erledigen? Nein, bestimmt nicht. Obwohl das in Zeiten wie dieser eine Versuchung ist. Drei Mitglieder des Verteidigungsausschusses des Senats haben trotz all meiner Bemühungen vom Überlaufen des Chaostrupps erfahren und wollen nun genaueres wissen. Vorerst ist es nur eine formlose Anhörung. Doch ihr könnt sicher sein, dass es nicht dabei bleibt. Ich hasse Politik. Wir haben keine Zeit für so etwas, General. Ich weiß, Lieutenant, aber wir haben hier keine Wahl. Die Senatoren möchten, dass ihr sofort in ihr Büro im Senatsgebäude kommt und Rede und Antwort steht. Ich kann eure Aussage nicht beeinflussen, aber ich erinnere euch daran, dass unsere Aufgabe schwieriger zu bewältigen ist, je mehr die Öffentlichkeit weiß. Ich soll den Senat belügen, General? Ich habe nicht gesagt, dass ihr lügen sollt, Lieutenant. Das wäre illegal. Ich habe euch lediglich an eine wichtige Tatsache erinnert. Die Senatoren warten bereits auf euch. Ihr müsst schnell ins Senatsgebäude gehen und die Sache hinter euch bringen. Garza Ende. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Tja, ne? Wollen Sie mal mit mir quatschen? Mal kurz blau im Bläuschen halten. Aber die sind nicht nur auf Bläuschen aus. Naja, aber erstmal gehen wir die anderen Quests ab, bevor wir in den Senat flitzen und uns von denen anpissen oder wie auch immer anmeckern lassen. Gehen wir noch die Quest ab und dann können wir uns eigentlich schon sogar Richtung Senat porten. Hä? Weil hier sieht es jetzt nämlich nicht aus, dass ich hier irgendwo noch eine Quest abgeben müsste. Ich habe länger keine Explosion mehr gehört. Das heißt wohl, ihr konntet die Kisten entschärfen. Ich glaube, ich habe sie alle gefunden. Hoffen wir, dass die schwarze Sonne nicht noch mehr in die Finger kriegt. Dafür sorgen wir schon.
Niemand wird mir sterben, nur weil er etwas zu essen sucht. Also, ich bin kein reicher Senator. Aber ich will euch etwas dafür geben, was ihr getan habt. Als Anerkennung. Vielen Dank. Den Preis ist mir mein Seelenfrieden wert. Wir müssen alle tun, was wir können. Ihr habt sicher noch zu tun. Ich will euch nicht aufhalten. Passt gut auf euch auf. Jo, danke, danke. So. Dann porten wir uns doch einfach mal Zeug, bevor wir uns die ganzen hin und her gelaufen, porten wir einfach mal zum Senatsgebäude. Ist das der Typ im galaktischen Handelsmarkt? Ich glaube schon. Ja. Aber jetzt erstmal zu dem da Zeug. Und dann gehen wir einmal hoch. Gehen wir auch mal zu den Akteuren und gucken mal, was die von mir wollen. Nö. Ne, ich komme nicht aus dem Osten. Ich bringe euch, was ihr wolltet. Aus. Wir bücken uns extra. Das will ich auch hoffen. Er ist ein reicher Senator. Wie Geld gab es denn? 860 Credits nur. Da bin ich ja mehr auf dem Konto momentan hier. Nee, nee, nee. Vielen Dank. Bitte sehr, Erich. So, ich denke mal, wenn wir das Gespräch da oben abgeschlossen haben, werden wir auch für heute durch sein. Na, wir haben jetzt schon 18 Minuten. Das Gespräch, das dauert ein bisschen. Ich denke mal, die Folge wird sogar ein bisschen, auf die 25 werden wir vielleicht kommen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ist halt mal ein bisschen länger. Aber ich denke mal, die paar Minütchen werdet ihr dann auch noch durchhalten mit mir. Oder besser mit der Anhörung. So, wollen wir mal gucken, was die von uns so wollen. Und leider dürfen wir nicht schießen. Macht es euch bequem, Lieutenant. Im Namen des Senats der Galaktischen Republik möchte ich euch danken, dass ihr so kurzfristig zu dieser formlosen Anhörung erschienen seid. Ich stehe zu eurer Verfügung, Senatoren. Ich versichere euch, wir werden euch nicht länger von euren Pflichten abhalten als nötig, Lieutenant. Anlass dieser Anhörung ist die Desertion mehrerer Mitglieder des Trupps 326 der Sondereinheiten der Republikanischen Armee. Codename Chaos-Trupp, die zum Sith-Imperium übergelaufen sind. Ihr habt vor kurzem auf Ort Mantell im Chaos-Trupp gedient, Lieutenant. Ist das richtig? So ist es, Senator. Während ihr auf Ort Mantell gedient habt, sind sämtliche Mitglieder des Chaos-Trupps, euch ausgenommen, zum Sith-Imperium übergelaufen. Ist das richtig? Wenn ihr auf etwas hinaus wollt, dann sagt es einfach. Lieutenant, ihr seid Soldat der Republik und habt einen Eid geleistet, den Befehlen des Senats Folge zu leisten. Bitte, es geht uns nur um die Wahrheit. Wenn wichtige Mitglieder der republikanischen Streitkräfte desertiert sind, müssen wir die nötigen Maßnahmen ergreifen. Also, habt ihr bei Commander Tavus oder anderen Mitgliedern des Chaos-Trupps etwas bemerkt wie Labilität, Wut, Frustration? Ich habe keine solchen Anzeichen bemerkt, Sir. Lieutenant, ich stelle euch jetzt eine hypothetische Frage. Glaubt ihr, dass jemand, der auf Ort Mantell diente, mit dieser Entwicklung hätte rechnen müssen? Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr redet.
Er spricht von der Entwicklung, dass euer gesamter Trupp zum Fifth-Imperium überlief und ihr es versäumtet, dem Senat bei seinen Ermittlungen zu helfen. Wenn ihr uns keine zufriedenstellenden Antworten gebt, werden wir eine formelle Ermittlung einleiten müssen. Eine letzte Frage, Lieutenant. Inwiefern hängen die Ereignisse auf Ando Prime mit der Entscheidung des Chaos-Trupps zusammen zum Senator, darf ich euch daran erinnern, dass die Umstände auf Ando Prime der Geheimhaltung unterliegen? Außerdem fanden sie statt, bevor der Lieutenant mit dem Chaos-Trupp involviert wurde. Ihr dürft diese Frage ignorieren, Lieutenant. Sind wir hier fertig? Eure Anwesenheit bei dieser Anhörung ist nicht mehr erforderlich. Kehrt zu euren Pflichten zurück. Gehabt euch wohl, Lieutenant. Auf die Beine und in die Schlacht. So, ging doch ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Die ganze Anhörung. Naja, sie wollten halt wissen, ob ich von dem ganzen Verrat weiß und so. Und ob ich was gemerkt habe. Einfach hat man ja auch nichts gemerkt, dass die desertieren wollten oder so. Deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht so viel sagen. Gut, ich hätte halt sagen können, dass ich davon weiß, dass die desertiert sind und so. Aber, naja, manchmal durchstellen ist manchmal gar nicht so verkehrt. Und deswegen gehen wir jetzt noch zu General Gaza und gucken mal, was die für uns noch hat. Und dann werden wir, oder, nee, das werden wir einfach beim nächsten Mal machen. Weil wir sind schon wieder bei 22 Minuten und deswegen würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter und gehen zu General Gaza. Und ich denke mal, Entschuldigung, ich habe mich gerade verstuckt. Ah, wollte einen Schluck trinken. Ah, haben wir gerade halt gekriegt. Naja, wo war ich dem geblieben? Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Gucken, was General Gaza für uns hat und dann werden wir im nächsten Gebiet dann auch weitermachen. Dann sage ich bis denn dann.